Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Adventszeit. Überall sehen wir wieder die Lichter wunderschön geschmückt. Jesus ist als das Licht in diese Welt gekommen, um unsere Herzen zu erhellen. Hoffnung um 12. Auch heute wieder in der Adventszeit wollen wir dich ermutigen. Ja, der König kommt zu dir. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon bis 13 Uhr. Der König kommt zu dir. Nicht deine Verwandten, nicht die Menschen, die schon lange nicht mehr kommen, nicht die Menschen, die du vielleicht erwartest, nicht der große Scheck, wo du dir wünschst, sondern der König kommt zu dir. Der König. Und du sagst, ach, wo ich wohne, da kann ich keinen König empfangen und in meinen Umständen und wer kennt mich schon? Doch, der König kennt dich. Es steht in Zacharja 9, Vers 9, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Dein König, nicht irgendeiner. Die Könige und die Herrscher dieser Welt, die sind ja momentan, ja, es ist ja so verrückt auf dieser Erde. Aber dein König kommt zu dir, diesen König, den wir über diese Adventszeit und Weihnachtszeit sehr im Blick haben. Man sollte ja immer im Blick haben, aber gerade in dieser Zeit weist so vieles wieder darauf hin. Dein König, er kommt zu dir. Und das ist nicht wie Nikolaus, der die Kinder von Reihe zu Reihe durchmacht, sondern er kommt zu dir. Nicht zu einer speziellen Zeit, sondern er möchte sogar bei dir wohnen. Und er ist gerecht und er ist ein Helfer. Wenn er zu dir kommt, du darfst ihm sagen, was du brauchst, wo du Hilfe brauchst. Für dieses Jahr, für nächstes Jahr, du darfst es ihm sagen, das ist so schön. Danke, Herr, dass du zu uns kommst. Herr, danke, dass hier steht, der König kommt zu dir, dass du zu mir kommst, dass aber auch zu jedem dieser Zuschauer kommst. Und danke, Herr, für jeden, der dir aufmacht, der dich willkommen heißt in seinem Leben und sagt, ja, danke, dass du gerecht bist. Danke, dass du mir hilfst. Danke, Herr Jesus. Amen. Amen. Und wir freuen uns, für Menschen zu beten, weil wir wissen, Gebet wirkt. Und auch wenn die Ärzte sagen, unheilbar, ist für Gott alles möglich. Und deshalb wollen wir beten. Leider erhielt ich die Diagnose Lungenkrebs im fortgeschrittenen Stadium. Chemotherapie habe ich vorerst hinter mir. Und jetzt bin ich noch an der Immuntherapie. Trotzdem sagen die Ärzte, dass der Krebs nicht heilbar ist. Ich weiß, dass bei Jesus alles möglich ist. Bitte betet für mich. Danke. Jesus, wir danken dir, dass du diese Person kennst mit diesem Lungenkrebs. Und wir danken dir, dass du mächtiger bist wie jeder Krebs. Dass du jeden Krebs ans Kreuz getragen hast. Und wir danken dir, dass du eingreifst, dass dein Heilungsstrom fließt und dass jede Zelle, die da nicht hingehört, austrocknet durch das Blut Jesu. Und ich danke dir, Jesus, dass du der Herr bist, auch über dieser Person. Und du siehst, sie setzt ihr Vertrauen auf dich. Und wir danken dir einfach, dass du dieses Vertrauen belohnst und dass du Heilung schenkst. Danke, Jesus, für vollkommene Heilung. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Und folgendes Gebetsanliegen für den Bruder erreichte uns per E-Mail. Ich möchte Sie herzlich um Gebetsunterstützung für meinen Bruder bitten. Er wurde wegen dauernder starker Schmerzen an mehreren Rückenwirbeln operiert. Nach der Operation kehrten die Schmerzen zurück und er muss täglich starke Schmerzmittel nehmen. Jesus, ich danke dir, dass du diesen Mann kennst, der diese Rückenschmerzen hat, obwohl Operation immer noch Schmerzen. Und ich danke dir, Jesus, dass du der Herr bist, der ihn berühren kann und dass du es auch tust. Und ich danke dir, dass Heilungskraft fließt, weil du derselbe bist gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und wir danken dir für Heilung, dass diese Schmerzen entmachtet sind durch das Blut Jesu und dass er, dieser Mann, Heilung erfahren darf. Danke, Jesus. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen, wenn du Gebetshilfe brauchst. Wir beten gerne für dich. Die Infos sind eingeblendet.
Auch wenn die Ärzte nicht weiter wissen, Gottes Hilfe ist da. Und dafür beten wir. Ich habe sehr starke Magen- und Speiseröhrenschmerzen. Alles ist entzündet. Die Medikamente helfen nicht. Ich war bei so vielen Ärzten und keiner kann helfen. Die Schmerzen sind so schlimm. Ich bin verzweifelt. Bitte beten Sie für mich. Vielen lieben Dank. Ja, das wollen wir gerne tun. Danke, Herr. Herr, dass du dieser Verzweiflung begegnest mit deiner Liebe. Aber wir bitten dich auch um Heilung. Herr, dass die ganzen Entzündungsherde und der Hauptherd, das abheilt. Herr, dass Normalität wir in diesen Körper hineinrufen dürfen, in Jesu Namen. Ich danke dir dafür, dass du Großes tust, auch an diesem Körper. Und ich danke dir dafür, Herr, danke für völlige Gesundheit. Amen. Amen. Und eine Frau aus der Schweiz schreibt uns Folgendes. Wir kommen mit einem Gebetsanliegen. Seit 2 Wochen leidet mein Mann an Gleichgewichtsstörungen. War beim Hausarzt, die Ohren wurden ausgespült. Bitte betet, dass sich diese Gleichgewichtsstörungen wieder normalisieren. Wir danken euch herzlich. Danke, Herr. Danke, Herr, dass das, was die Ärzte tun konnten, getan ist. Und danke, Herr, jetzt bist du an der Reihe, Herr, das Wunder zu tun, dass wieder das Gleichgewicht funktioniert, Herr, dass so ein Frieden und so eine Ruhe in diesen Körper hineinkommt und so ein angenehmes Gefühl und die Unsicherheit verschwindet. In Jesu Namen bitten wir dich. Amen. Amen. Und so viel Gutes tut Gott. Und davon möchten wir jetzt hören. Und aus der Schweiz erreichte uns folgende Gebetserhörung. Vor einiger Zeit habe ich mein Gebetsanliegen an euch gegeben und habe es ans Kreuz gebracht. Es ging um eine Erbangelegenheit und um meine Gesundheit. Die Hüftschmerzen sind weniger geworden und die Erbangelegenheit hat sich erledigt. Ich bin dankbar, dass ihr für Anliegen betet und ihr Gottes Sprachrohr sein dürft. Und Gott hilft auf vielfältige Weise. Und auch wenn du ganz alleine bist, Gott verlässt dich nicht. Vielen Dank für eure Gebete und den lieben Brief. Ich war an Corona erkrankt und bin ganz alleine, ohne Familie. Jetzt bin ich wieder gesund und kann mein normales Leben fortsetzen. Ja, Gott lässt uns nicht im Stich. Hoffnung auf Kraft durch Gebet hat diese Frau erfahren. Vielen Dank für die Gebete und ihre Briefe. Sie haben mir viel Kraft und Hoffnung gegeben. Gott hat uns reichlich beschenkt. Wir haben einen Garten bekommen, auf den wir schon so lange gewartet haben. Die Schuppenflechte bei meinem Mann ist besser geworden und meine OP ist gut verlaufen. Danke für die Gebete und danke dem Herrn. Und eine Frau schreibt uns, alles ist anders geworden. Vor einiger Zeit erhielt ich einen Brief von euch, dass für mich gebetet wird, um echte Freiheit von vieler Leid zu erfahren. Genau das habe ich erlebt. Freiheit von Ordnungsbedürfnis bzw. Perfektionismus im Großen und Kleinen und viele Kleinigkeiten, die ich gar nicht so genau nennen kann. Im Alltag merke ich es, dass es anders geworden ist. Vielen Dank für euer Gebet. Ja, und Gott verändert, wenn wir zu ihm kommen. Ist das nicht eine wunderbare Aussage? Alles ist anders geworden. Das kann man nur mit unserem Herrn erreichen. Und so viele wünschen sich das auch. Oh ja, alles anders. Herr, nur ein bisschen da, ein bisschen dort. Hast du schon was erlebt? Lass es uns wissen. Wir würden es gerne weiter mitteilen. Ja, heute möchte ich dir wirklich diesen Vers nochmal ans Herz legen. Der König kommt zu dir. Schließ mal die Augen und stell dir das vor, bildlich. Bildlich, der König kommt zu dir. Es klingelt an deiner Herzenstür und du sagst, oh, ich mach niemand auf. Nee, alles zu viel, alles zu schwierig und nee, nicht noch jemand. Ich sage dir, der König bringt dir den Frieden. Er bringt dir die Liebe. Er ist die Liebe in Person. Mach auf, der König kommt zu dir.
Und wenn du Gebetshilfe brauchst, darfst du uns gerne dein Gebetsanliegen mitteilen. Und heute auch am Telefon bis 13 Uhr. Ja, und heute möchten wir dich einladen zu unserem Weihnachtsgottesdienst nächsten Sonntag. Da haben wir ein super Programm, ganz besonders auch für Menschen, die sonst nicht in die Kirche gehen. Bring sie einfach mit und nach dem Gottesdienst gibt es auch noch was zu essen, Kaffee und Kuchen, schönes Beisammensein. Also verpasst das nicht. Komm mit deinen Lieben, deinem Nachbar, Schulfreunde oder was auch immer, bring sie alle mit. Wir wünschen dir eine gesegnete Adventszeit und verabschieden uns. Bis bald. Gottes Segen, der Herr sei mit dir. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.